Spieltag 3 steht an, heute gegen Eibar zu Hause. Um 17 Uhr hat das Ganze stattgefunden und beide Teams waren natürlich wieder hochmotiviert. Available United im Moment mit einer guten Statistik zu Hause. In der Liga meine ich natürlich. Aber auch zu Hause, sowohl zu Hause als auch in der Liga. Beides gute Statistiken und in der 60. Minute ging es dann auch los. Moore mit der ersten guten Gelegenheit, spielt dann den Ball rein, aber findet keinen guten Abnehmer. Moore dann auch bei der nächsten Aktion wieder beteiligt, das Ganze dann über Hedges. 27. Minute, dann kommt Wissa, aber erst Joel am Ball, Hedges. Dann in der 43. Minute, will reinlaufen, kann dann den Ball aber wieder zurückgewinnen, aber der Keeper wieder zuerst da. Also, es riecht nach 0-0 zur Halbzeit. Hedges dann aber nochmal zu Moore. Das ist die letzte Aktion in Halbzeit 1. Nochmal Moore und er macht das 1-0. In der letzten Minute der Nachspielzeit macht er hier noch das 1-0. Keeper kann nichts machen. Super abgeschlossen das Ganze. Auch die Ballannahme und die Vorlage sehr gut gemacht. Und da ist nichts zu halten. Auch die Defensive hat es dann nicht leicht gehabt. Von der Statistik her kann man sagen, dass der Ballbesitz ausgeglichen war, die Chancen relativ ausgeglichen. Also es ist nicht viel passiert in der ersten Halbzeit. Weiter ging es dann auch erst in der 57. Minute, aber der Keeper ist wieder da. Der macht auf jeden Fall einen super Job heute. Inui dann mal auf der anderen Seite, wird dann umgegrätscht. Und dann der Wechsel, Charles kam rein. Dann der Freistoß auf Charles, den neuen Mann. Escalante auf Abia, der vorbei an Freer. Hat jetzt mal ein bisschen Platz. Wilson kann dann aber den Ball gewinnen. Und der direkte Gegenangriff, da ist Wissa. 69. Minute, Wissa. Nochmal zu Moore, aber der Ball zu ungenau. Das war auf jeden Fall verschenkt. Anguissa nochmal rein. Wissa kommt nicht an den Ball. Wieder Anguissa. Und der macht selber über den Kasten. Die ganze Situation komplett durchlaufen lassen. Da war kein Cut dazwischen. Das war somit die spannendste Phase des Spiels. Dann in der 90. Minute Anguissa nochmal zu Wissa. Der schickt Moore. Der hat viel, viel Platz. Und er macht den Deckel drauf. 2-0. In der Nachspielzeit und Eibar verliert dieses Spiel, da sie sich einfach zu wenig Chancen erarbeitet haben und in der Defensive aufmachen mussten. Das erste Tor war kaum ein Fehler, hier standen sie einfach zu offen und dann ist das die Entscheidung. Dann kam aber noch eine Aktion, Wissa bekommt hier den Ball, spielt dann den Ball aber leider weit am Tor vorbei. Das war nicht optimal gemacht. Die Vorlage von Moore eigentlich ziemlich gut, viel besser kann man den nicht spielen. Aber dann mit dem schwachen Fuß versucht er das und dann war auch schon Schluss. Joel mit dem langen Ball, aber das war's. 2-0 für Available United. In der Liga sieht es weiterhin sehr gut aus. Und wie es dann im Pokal weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Dream League Soccer. Und ich hoffe, dann seid ihr auch wieder dabei. Bis dahin.